Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Kingdom Come Deliverance. Wir sind hier gerade auf der Suche nach dem Übergabeplatz des Bleis. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier ist, aber ich weiß es nicht ganz genau. Die Quest werde ich jetzt aktivieren in meinem Questlog. Und zwar finde heraus, wer in Sasso mit Kupfer arbeitet, zieh dich in der Werkstatt des Graveurs um, ja. Wo ist die Übergabe? Wo war das? Er war Dieb. Sieht niemand zu Diensten, meine Herren. Liebeswerben. Okay. Das ist jetzt interessant, weil eigentlich sollte ich mich ja dort umsehen, wo das Blei übergeben wird. Es hat geheißen, es könnte sich lohnen, wenn ich mich dort umsehe. Es zeigt mir nicht an, wo das ist. Wie komme ich dann nochmal schnell in eine andere Anzeige? Ah, hier, genau. Es gelang mir, mich in das Lager zu schleichen, das ist die Hauptquest. Aber achso, Vergeltung, da muss ich ja hin. So. Quecksilber, Standwerkzeug. Okay, ja. Hefekloster kreuzte meinen Weg und endlich weiß ich, was im Lager des Klosters vor sich geht. Ein Lager des Klosters. Er beschrieb mir zwei Männer, ein Ritter namens Jeschek und dessen Leibdiener Rapota. Mit diesem trifft er sich, der Gehilfe, stets bei der Wegkapelle auf dem Hügel westlich von Sasau. Das wäre westlich und da ist eine Wegkapelle. Wo ist die Wegkapelle? Wenn ich das weiß, dann kann ich mich dort auch umsehen. Das könnte die Wegkapelle sein. Sieht mir aber nicht nach einer Kapelle aus. Einfach nur nach einem Heuschuppen. Aber da gibt es anscheinend eine Wegkapelle. Westlich. Habe ich aber noch nicht entdeckt, oder wie sieht das aus? Seht ihr hier irgendwo eine Kapelle? Auch nur ein Schober da unten. Ein Heuschober. Ja, gehen wir zuerst zum Graveur. Wissen wir wenigstens, was wir tun müssen. Und wir wissen, wo er ist. Ach komm, so ein kleiner Stipfel, das kann doch mein Pferdchen nicht aufhalten. Ich muss da doppelt mit ihm reden. Einmal wegen dem Stein, den ich gefunden habe für das Diadem. Und einmal eben wegen diesen Münzen. Aber er weiß. Gelobt sei Jesus Christus. Oder ein Hinweis hat, wer diesen Stempel, diesen, wie sagt man da, Münzprägestempel fälschen konnte. Der Moldawit, über den wir sprachen. Ja, gibt es etwa Neuigkeiten? Ja, ich habe Händler Fizek gefunden. Eigentlich eine gute Nachricht, doch warum sehe ich ihn nicht an deiner Seite? Weil es eine schlechte ist. Er ist tot. Heilige Maria!
Er war ein guter und respektabler Mensch. Ich werde für ihn beten. Wie dem auch sei, lass mich einen Blick auf den Stein werfen. Natürlich. Hier ist er. Ausgezeichnet. Er sieht unversehrt aus. Ich mache mich an die Arbeit. Morgen Abend kannst du das fertige Diadem abholen. Sehr gut. Jetzt muss ich aber nochmal mit dir reden. Was macht die Arbeit, Meister? Ich komme schon zurecht. Benötigst du etwas, mein Junge? Was wird hier eigentlich hergestellt? Du bist in einer Gravurwerkstatt, mein Junge. Wir gravieren, also. Ja, aber was? Und wozu wird es verwendet? Ach, wir gravieren Holz, Stein und auch Metall. Hier im Kloster geht es hauptsächlich um Ausschmückung. Deine Werkstatt ist recht groß, Meister. Gewiss arbeitest du nicht allein. Gewöhnlich ist mein Lehrling Florian bei mir. Wie dir aber sicher aufgefallen ist, ist das im Moment nicht der Fall und ich bin allein. Ich bin also entweder ein Lügner oder etwas Ungewöhnliches hat sich ereignet. Das möchte ich wissen. Verstehe, glaube ich. Was ist denn mit Florian? Er teilt das Schicksal der Pharaonen, denn heute befiel ihn die fünfte Plage Ägyptens, die Pest. Zumindest steht es so in seiner Nachricht. Herr im Himmel, die Pest? Beruhige dich. Ich denke, dass die Seuche, an der Florian leidet, eher durch übermäßigen Alkoholgenuss verursacht wurde, als von göttlicher Gewalt. Wenngleich so ein Kater durchaus biblische Ausmaße annehmen kann. Oh ja, das kenne ich. Was ist dein Lehrling Florian für einer? Ich fürchte, seine aufkochende Jugend fordert ihren Tribut. Er verhält sich in letzter Zeit seltsam, zeigt Anzeichen wahnhafter Verfolgung. Ich verstehe nicht, was du damit meinst. Kürzlich erzählte er mir, dass ihn jemand verfolgt. Und einen Tag später besorgte er sich beim Schmied ein Schloss und verriegelte seine Truhe. Als ob ich jemals darin herumschnüffeln würde. Wie dem auch sei, was kümmert es dich? Suchst du nach ihm? So etwas in der Art. Darf ich fragen, wieso? Ich habe eine Nachricht für ihn. Ach ja? Wer interessiert sich denn für diesen Nichtsnutz? Abgesehen natürlich von seinem rasenden und schwer enttäuschten Meister. Wegen deiner Frage. Du findest ihn in seinem Quartier, zweifellos auf dem Sterbebett. Er schläft im Keller des Bäckers. Ah, hab Dank. Okay. Hab Dank. Kannst ungestört weiterarbeiten. Also morgen ist das Diadem fertig. Das ist gut zu wissen. Er schläft im Keller des Bäckers. Jetzt muss ich natürlich wissen, wo der Bäcker ist. Aber mich interessiert, wo diese Kapelle ist. Ach, sowas nervt, wenn das Pferd nicht hüpfen will. Westlich von Sasa ist eine Kapelle. War doch keine Kapelle, oder? Habt ihr eine Kapelle am Hügel gesehen? Ich nicht. Aber irgendwie war doch die Rede von einem Hügel. Jetzt reite ich einfach mal nach Westen. Da kann ich nicht viel weiter nach Westen reiten. In dem Wald wird hier aber wohl nicht sein. Ja, ich muss das jetzt noch ein bisschen untersuchen, weil ich schon wissen möchte, wo diese Übergabe stattfindet, wo das Blei sozusagen übergeben wird. Aber da gibt es keine Questmarker, spannenderweise. Obwohl auch dieser Experte gesagt hat, ich soll mich da umsehen. Das könnte sich lohnen. Der Fei-Fei. Fa-fa-fa-fa-hey. Hm.
Aber jetzt bin ich schon in die falsche Richtung unterwegs, denke ich. Da geht's vermutlich nicht zu einer Kapelle. Schauen wir uns das nochmal auf der Karte an. Westlich. Ist das eine Kapelle? Nö. Ja, viel weiter nach Westen geht es da nämlich gar nicht. Nach da unten. Das ist eine Kirche, das ist ja keine Kapelle, oder? Und da wird ja keine Übergabe stattfinden. Das schaut aus wie eine Ruine. Aber bevor ich da länger studiere, schaue ich mir das mal an. Vielleicht ist es auch nur so ein kleines Kreuz oder so. Was ist hier? Ist das ein interessanter Ort? Indeed, it is. Vielleicht ist da irgendwo ein Grab oder so. Manchmal findet man da ja was Spannendes. Aber hier irgendwie nicht. Da oben geht wer. Hat einen Namen? Nee. Hey! Na gut. Das führt ja wohl zu nichts. Und deshalb. Was wollten wir eigentlich? Genau, wir suchen jetzt diesen Bäcker. Wo kann der Bäcker stecken? Hier sind so Backöfen und so Zeug. Ist ja hier. Aber schauen wir doch auf der Map nach. Der ist tatsächlich da in Sausau der Bäcker. Und deswegen werden wir da direkt hinreiten, bevor wir noch mehr Zeit verschwenden. Über meine Abkürzungsversuche sind meistens recht erfolglos. Ja, ich wurde auch ins Gefängnis gesteckt. Habe ich euch das überhaupt erzählt? Ich habe immer nicht ganz verstanden, welche Figur das ist, aber ich wollte ja meine Freundin. Die Freundin im Kloster wollte ich da irgendwie ein bisschen verteidigen. War ein bisschen frech. Und dann hat er mich da ins Gefängnis gesteckt, hier in Sasa. Dieser Herr, wie auch immer er geheißen hat. Da ist der Florian. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Vermutlich wurde er gezwungen. Für einen Kranken wirkst du recht aufgeweckt. Dieses Was? Werkzeug herzustellen. Was zum Henker bist du? Ich heiße Heinrich. Und stelle für Herrn Ratzig Kobilla Nachforschungen an. Und was willst du von mir? Ich rede nicht um den heißen Brei herum. Ich bin hinter Münzfälschern her und die Spur führte mich zu dir. Läutet der Name Rapota irgendwelche Glocken? Weiß nicht. Vielleicht. Ich weiß, du kennst ihn. Du
Du stellst das Stanzwerkzeug für die Fälscher her, nicht wahr? Wie übergibst du es? Und wo befindet sich ihre Werkstatt? Ich kann nichts sagen. Ich werde alles abstreiten. Und du hast keine Beweise, nur Anschuldigungen. Mhm. Du hast dich soeben belastet. Mein Wort gegen deines. Wie gesagt, ich streite alles ab. Meinst du wirklich, dass dir jemand glauben würde? Dein Wort hat kein Gewicht. Du hast das Werkzeug, das Wissen und die Werkstatt. Es bleibt nur noch dein Motiv, aber ich schätze, es ist Geld. Ich scheiße aufs gottverdammte Geld. Was ist es dann? Diese Bastarde haben Esther entführt. Wenn ich nicht mitmache, töten sie sie. Okay, ja. Das ist natürlich gemein. Wer ist Esther? Mein Mädchen natürlich. Dieser Abschaum hat sie aus dem Badehaus entführt. Oje. Das tut mir leid. Mir auch. Hör zu, ich sag dir alles, versprochen. Aber erst, wenn Esther in Sicherheit ist. Soll ich etwa die Wälder nach ihr absuchen? Ich weiß, wo sie sie festhalten, aber niemand hilft mir. Und was kann ich schon gegen diese finsteren Schurken ausrichten? Oh. Alles klar. Feischen, wenn du das Weite suchen... Was? Siehst du Esther nie wieder? Okay. Na schön. Ich bringe dir deine Esther zurück. Ehrlich? Natürlich. Ja, aber dann musst du mir alles erzählen. Ich schwöre bei Gott, bring sie mir einfach zurück. Alles andere ist unwichtig. Wo wird sie festgehalten? In den Hügeln bei Scarlets. In der Nähe der Minen gibt es verlassene Hütten. Dort habe ich sie das letzte Mal gesehen. Ich hatte darauf bestanden, dass sie mich zu ihr lassen. Dann gehe ich dorthin und lasse mir etwas einfallen. Du bist mein Retter. Freu dich nicht zu früh. Wer weiß, was geschehen wird. Ja gut. Darf ich mich wieder prügeln? Naja, bleibt mir nichts anderes übrig. Aber wir wissen schon viel mehr. Und... Ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht doch nochmal mit Herrn Pfeiffer reden sollte. Pfeiffer! Ist auf jeden Fall mal nicht. Aber er könnte hier irgendwo sein. Wer ist der? Da saß aber Schreiber. Ah, hier ist er ja. Tobias. Gott sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Okay, ich darf es ihm nicht sagen. Naja. Probieren geht über Studieren. Ich bin doch immer zu schwer, genau. Dann kommt diesmal etwas ins Inventar des Pferdes. Dieser Bogen. Und die Brigadine natürlich. Was ist sonst noch Schweres? Habe ich da sonst noch irgendwas Schweres? Einen kumanischen Bogen. Kommt auch in die Satteltasche. Ja gut. Was sagt die Uhr? Naja, schon später Nachmittag. Ich werde trotzdem versuchen, noch in die Nähe des Lagers zu gelangen, wo sie die arme Zuba-Dame entführt haben und gefangen halten. Und dann, ja, vielleicht finde ich da in der Nähe auch einen Schlafplatz, falls es zu spät werden sollte. Jetzt schauen wir mal, wo wir hin müssen. Das ist nämlich eine ganz schöne Strecke darauf. Achso, das sind die Anführer, aber bei Scarlets, da war es ja auch. Die
Quest ist gar nicht aktiviert, wie es aussieht. Ich muss auch zu den Schmieden noch, wie man das lesen kann. Aber die Quest ist aktiviert und es zeigt mir nicht an, wo sie sie gefangen halten. Das war ja irgendwo bei Skalitz, hat es geheißen. Nochmal Questlog. Ich muss Esther zurückholen. Wenn das Minchers entführt haben, so. Okay, bla 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 bla. Warum steht da nicht. Wo? Das habe ich vergessen. Irgendwo bei den Minen von Skalitz. Zeigt mir jetzt so oder so überhaupt nichts an, außer hole das Diadem. Aber von der Hauptquest zeigt es mir sonst nichts an. Interessant. Da müssen verlassene Hütten sein. Wo sind die Minen? Das weiß ich ja auch gar nicht eigentlich. Ist vielleicht hier irgendwo, wo ich noch nie war. Ah, hier könnten Minen sein. Sollen wir mal das im siebten Himmelstunnel mal deaktivieren? Das auch. Dann schauen wir mal, was es mir anzeigt. Noch immer nichts. Ja, machen wir uns auf jeden Fall mal auf den Weg. Wir machen uns einfach auf den Weg. Ist irgendwie schon seltsam, dass mir nichts anzeigt. Weil, ja, woher soll ich wissen, wo ich hin muss? Bin ich ganz sprachlos, das sage ich gar nicht. Wenn man sich nicht auskennt, macht es irgendwie keinen Spaß. Okay. Das war mal umsonst. Ah, da oben ist wer. Ich hab mir doch gedacht, dass es dieser Baum ist. Möglicherweise. Wo die Übergabe stattfindet. Da ist er tatsächlich. Ein Bildstock. Okay. Ist auch keine Wegkapelle. Ist mir da nicht gerade eine Person angezeigt? Ja. Mir kam vor, da war eine Person. Das wird jetzt spannend, langweilig oder beides gleichzeitig. Kann ich denn nur sagen. Da sind wir schon mal in die andere Richtung geritten, den Weg.
hier passiert? Bleibt stehen! Gebt mir alles, was ihr habt! Damit kommt ihr nicht durch! Mal schauen, wer hier auf meiner und auf welcher Seite ist. Oh! Du wirst leiden! Ja, so auf jeden Fall. Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Was ist los? Scheiße! Was für eine Freude! Ein Gesicht stechen, da kann man schon ganz schön gut. Es hätte sich verpissen sollen, dass du die Chance dazu hattest. Jawohl, das hat einmal funktioniert, ohne dass ich jemanden unabsichtlich verletzt habe. Machen wir mal den Stecher. Oh. Der ist was wert. Kumanische Sporen, das ist nichts wert. Heilige Maria. Das Schwert möchte ich aber. Das ist ein cooles Schwert. Eisenhut, ne, ist eigentlich auch nichts wert. Beinlinge sind viel wert. Eilene Handschuhe. Ringelblumenaufguss. Okay, diesmal hat es irgendwie funktioniert. Das ist ein geiler Helm. Dietrich kann man auch immer gebrauchen. Ringelblumenaufguss, das ist auch teuer. Kettenhauge. Ja, laden wir mal etwas in unser Pferdchen, würde ich sagen. Ah, der hat noch sein Kettenhemd an. Das nehmen wir auch mit, auch wenn es nicht viel wert ist. Was machst du denn da? Na, plündern. Brauchen doch nichts mehr, wenn sie schon dahin geschieden sind. In die andere Welt. Hoppla. Oh, ich bin viel zu schwer. Dann haben wir wieder was zu verkaufen, ist doch gut. Oh. Getrockneten Pilze. Und was hat er noch was? Trockenobst. Das ist Nahrung, die sich lange hält. Kumanischer Bogen. Hm. Sonst ist da nichts Wertvolles. Okay, Inventar. Und es kommt jetzt alles zum Pferd. Wobei der Helm irgendwie cool ist. Aber ja. Satteltasche, Satteltasche, Satteltasche. Mhm. Waffen. Stecher. Gar nicht so wenig wert. Weg mit dir, du Stecher! Und sonst ist er noch immer zu schwer. Ich konnte mal schon mehr tragen. Witzig. Ja, wir haben sehr viel solches Zeugs. Oder das Dokument? Oh, das Banditen. Hm. Das hat ja eigentlich alles kein Gewicht. Aber die sind natürlich viel besser, diese Pfeile. Viel stärker. Aber auch schwer irgendwie. Was haben wir denn sonst noch, was so schwer ist?
Spuren. Ja. Kriegswams. Ah, die sind ziemlich schwer. Ja, die haben schon ein ordentliches Gewicht. Gut. Sind wieder leicht genug. Wir waren auf der richtigen Seite. Haben niemanden falschen angegriffen. Das ist gut. Aber irgendwie bin ich ein bisschen planlos, weil ich habe jetzt keinen Quest-Log-Mark-Herr und weiß eigentlich gar nicht, wohin ich muss. Irgendwo bei Scarlet's, bei den Minen. Da ist irgendwie ein kaputtes Haus im Wald. Die Scarlet'ser Minen, es wäre sowieso interessant, da mal hinzukommen. Weil da waren wir noch nie. Simon, du sagst ja nichts mehr. Ja, irgendwie bin ich ja eben auch planlos, sprachlos. Sonst habe ich immer einen Plan, ich weiß, was ich mache. Sind wir in der richtigen Richtung unterwegs? Fast, ja. Da sind ja dann irgendwo die Minen, oder? Da ist ein Lager. Leute. Nö, sind gar keine Leute. Aber eine Truhe. Sieh mir mal, was in der Truhe ist. Jawohl, dann können wir auch wieder Schlossknacken üben. Was jetzt? Okay. Nichts Interessantes hier. Aber es sieht mir definitiv so aus, als wären das Minen. Da ist nämlich ganz viel Schutt. Die sind verlassen. Ja, Scarlet's. Leider ist das zerstört worden. Ein zerstörtes Haus. Das sind natürlich extrem viele zerstörte Gebäude. Das habe ich am Anfang gar nicht so mitbekommen, dass hier in Scarlet so viele Minen sind, aber doch, das waren ja dann die Silberminen, oder? Willst du ein paar Münzen verdienen? Nö. Warte, lass uns doch kurz. Wieder ein Lager entdeckt. Und hier sind auch Leute. Ah. Wer ist das? Ups.
sollte ich jetzt vielleicht einen Retterschnaps trinken. Retterschnaps. Zinter. Es wäre mal an der Zeit, das Spiel speichern. Das habe ich ja sonst nie verwendet, aber... So treffe ich ihn wahrscheinlich nicht. Aber jetzt. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Klar. Ach komm. Hier drüben! Wo sind alle? Schnell! Sag Alarm! Seid vorsichtig! Trau dich doch! Hey! Hier sammeln! So ein Pferd in Ruhe, der Arschloch. Hörst du? Ich gebe auf! Alarm! Das wird eine Frucht! Ach, Scheiße. Hast du bald die Knie bekommen? Alarm! Au! Arschloch. Ja, das ist doch jetzt durch und durch geflogen, oder? Ich hack dich in Stücke, du Ratte! Wie willst du das überleben, ey? Der haut einfach ab. Ich weiß nicht, ob ich das zulasse. Oh, habe ich jetzt meinem Pferd in den Kopf geschossen. Mir nicht. Schlüssel zur Hütte. Genau deswegen habe ich ihn nicht entkommen lassen können. Ja, sonst hat er nichts Besonderes. Der Bogen schaut aber cool aus. Nimm ja mit. Ich hoffe, mein Pferd erholt sich auch bald. Unrechtmäßigen Bereich. Das ist der unrechtmäßig. Werden die noch ausgenommen? Die haben nämlich auch sehr coole Sachen. Muss ich zwar alles wieder in mein Pferd reinbringen, aber das kann ich genug tragen, hoffentlich. Dass wir leicht genug sind. Waffen. Kein schlechter Bogen. Rüstungen. So, jetzt sind wir wieder leicht genug. Hätte ich jetzt nicht speichern müssen, sondern nur ein paar Lulus. Und irgendwie ist schon lustig, wenn man mit dem Bogen am Pferd ist. Irgendwie können die einen da nichts anhaben. Na, essen wir mal was. Muss auch sein. Ist mir ziemlich egal, ob ich hier sein darf oder nicht. Du kommst jetzt mit. Die tun dir nichts mehr. Wie hast du mich gefunden? Florian hat mir gesagt, wo du bist. Ich bin einfach gut. Ich bin so eine dumme Gans. Ich dachte, er wäre nur ein Gag. Dabei ist er ein Schuft, der mit Dieben unter einer Decke steckt. Er wusste die ganze Zeit, wo ich war. Es ist nicht seine Schuld.
Er hatte schreckliche Angst, dass dir etwas zustößt. Sie hatten ihn in der Zange. Du hast wohl recht. Der arme Florian hatte bestimmt mehr Angst als ich. Vermutlich. Wir sollten aufbrechen. Mhm. Ich begleite dich. Ich möchte dich nicht allein lassen. Ja, das haben wir eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Ich bin sogar den richtigen Weg geritten, ohne es zu wissen eigentlich. Ja, super. Nur diesen Übergabeplatz habe ich noch nicht gefunden. Ein Übergabeplatz, wo sie das Blei übergeben. Ach ja, aber ich glaube, das war es jetzt auch schon wieder für diese Folge. Jetzt hören wir uns noch den Dialog an und dann, ja, dann glaube ich, beende ich die Folge. Es ladet jetzt noch. Was ist hier los? Hey! Was ist hier los? Ich habe... Ich habe seine Freundin zurückgebracht. Das ist hier los. Naja, ich glaube, das mache ich alles das in der nächsten Folge. Also, das war irgendwie eine seltsame Folge ein bisschen. Ich war zwischenzeitlich dann recht sprachlos und auch ratlos. Aber es ist ja dann doch gut ausgegangen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Servus.